Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin auf Ihre Buch, ich habe gerade im Haus eine Wache getötet, habe einen Schatz gelootet. Ich wollte eigentlich nur die Daily machen und ein paar Kisten looten. Und dann habe ich über diese Quest hier gestolpert. Beruhig dich, sag, was los ist. Mein Mann ist zu spät. Nein, vermisst. Er und ein Freund haben einen riesigen Wolf südlich von Mytilene verfolgt. Sie wollen sein Fell. Ich hoffe, er ist ein guter Jäger. Ohne Gewissheit. Kann ich mich nur sorgen. Wenn du meinst. Kann ich dich anheuern, um meinen Mann zu finden und den Riesenwolf zu töten? Warum sollte ich den Wolf töten? Ich kann doch einfach die beiden Männer zurückbringen. Wenn du es nicht tust, setzen die beiden Idioten ihre Jagd fort. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Und ich gebe dir den Helm meines Mannes als Bezahlung. Ich finde deinen Mann und töte den großen Wolf ein für allemal. Hab Dank, Söldnerin. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Warum glaubst du, dass das kein gewöhnlicher Wolf ist? Mein Mann sagte, er sei doppelt so groß wie alle anderen. Bist du lebensmüde? Wohin im Süden von Mytilene hat er den Wolf verfolgt? Nach Südwesten, in die Berge. Dort hat er bei einem Schrein sein Lager aufgeschlagen. Ich finde deinen Mann und seinen Freund. Und den Wolf werde ich töten. Möge Artemis deine Pfeile lenken. Alles klar. Ja, ein Spion in Not. Spion war ich meine eigentliche Aufgabe, die ich machen wollte. Muss ich dazu sagen. Was ist mit dir? Alles klar. Ja, ich weiß, ich werde verfolgt hier. Also Idioten, soll ich eigentlich noch den Schatz da holen? Das wäre eigentlich mein Begehr. Ich habe schon was freigeschaltet. Achso, das ist ein Gebiet hier. Noch mehr Schätze. Warum haben diese Leute hier so viele Schätze? Ich habe jetzt schon mindestens 5 Stück eingesammelt. Na, ja, eigentlich schon mehr. Ich will echt überlegen. Können wir dich erstmal. Die anderen kriegst du nicht mit. Ja, ich würde da gerne raus, danke. Ich möchte einen töten, oder? Ne, dann nicht. Einfach den Schatz hier. Kann mir einer erklären, was gerade... Warum läuft sie alleine? Was soll das für ein Scheiß? Willst du einen Schatz plündern? Das war schon. Lolo. War 126.000. Alles klar. Also, das nicht mal glorreiche EP Boosts. Holy shit. Bin ich da? Du siehst mich gar nicht. Ich hab nichts getan. Das bildest du dir alles nur ein. Ne Leute, die bildet sich das alles noch so. Sonst haben wir jetzt hier keinen Schatz mehr. Gut. Noch die beiden, dann haben wir hier alle Schätze in dem Laden hier gelootet. Ja, wenn Cassandra wieder mal klettern würde. Ja, Cassandra, worauf wartest du? Auf Weihnachten? Ist bald. In 2 Tagen ist Weihnachten. Ja, eigentlich wollte ich heute gar keine Folge aufnehmen. Einfach aus dem Grund, weil ich im Kränkeln bin, mir einfach spannen wollte. Ach komm. Und weil ich es einfach nur so lustig finde. Ach, darauf kommt er hin jetzt. Na, geh mal woanders hin. Genau, ja. Was immer du bist. Aber bei Zeus und wupp. Was ist denn gelandet da unten? Ah, das hat weh bestimmt. Oh, hat er wenigstens ein bisschen Geld für uns gehabt. Wenn ich jetzt da lang gehe, soll ich mich in den Gebüsch verstecken? Gar nicht. Dann sieht er uns wahrscheinlich, ne?
Ach ja, da war noch mein ein Kopfgeldgeber. Den hätte ich ja noch töten können gerade, stimmt. Ups. Bist du für einer? Ja, du drehst jetzt einfach um. Dann kill ich dich aber wirklich. So. Dann gehen wir eben stehen hier hin. Haben wir das auch alles gemacht? Ach, eigentlich wollte ich ja wieder die Mission machen, die Daily Quest hier. Für die Belohnung. Seltener Stiefel, wow. Ich habe auch mir inzwischen den blauen Bogen Story freigeschaltet. Ist nichts Besonderes. Bisschen feiner. Habt ihr mal eure Leiche eigentlich gefunden gehabt? Zack. Schau, ey Junge. Ist das verkehrt? Ja, schön, Cassandra. Cassandra, was machst du da? Holy shit. Was sie dir immer macht. Ich drück nichts und sie kräftig dann rumzuklettern. Holy shit. Das sind nämlich zwei von den Wichsern hier. Da ist natürlich keine Lust drauf. Ups. Ich denke mal, wenn ich dich umlege, dann sind die nicht alle weg. Hallo, schön umlegen. Zack. Aber noch einer, ein Balken ist weg. Sehr schön, wir hätten noch die Schlacht hier zu tun. Können wir schon machen. Ich glaube, wenn ich die Schlacht mache, bin ich sogar gut dabei, oder? Dann können wir einfach mal die Schlacht jetzt. Tauch lieber unter, Spartaner. Anscheinend steht eine Schlacht bevor und die Athener stellen keine Fragen, bevor sie dich niederstrecken. Ich kann nicht die besten Schiffsführer der griechischen Welt anheuern, ohne Risiken einzugehen. Wärst du bereit, heute an Spartas Seite zu segeln? Noch wir sind einmal. Dabei. Entfesseln wir Poseidons Zorn und den unseren. Boah, das geht ja relativ flink. Schön, dass es dieses, ne? Warum fahrt ihr eigentlich hintereinander? So. So. Hallo. Leise Geschwindigkeit nicht so viel. Oh, das ist schon heil. So. Und dann haben wir schon mal. Schön, dass alle Speere auf das kaputte Schiff gegangen sind, anstatt auf die hier. Ja, mit dem Feuer anscheinend nicht. So, wir haben auch gleich. Das hab ich, ja. Ah, das ist auch noch eins. Warum schießt ihr eigentlich auf mich und statt auf das Spartanerschiff vor mich? Spartaner-Chef, geht aber weg hier. Ist ein Weg. Oh, mein Segler hat schon Fetzen. Ja, interessant. Was ist das denn? Feuer? Holy shit, ist das Schiff von Feuer oder was? Ja. Warte mal drauf vielleicht. Gewonnen! Ach so, jetzt seid ihr plötzlich meine Gegner, alles klar. Natürlich.
Erst kämpfe ich für Sparta, neu damit Sparta mich dann erledigt, glaube ich. Wie der da schwimmt. Lell. Und bumm. Nee. So, lass die mich jetzt in Ruhe oder wollte es auch noch mit mir. Wollte ich auch noch mit mir anlegen. Gut, so, dann haben wir das geschafft. Wollen wir wieder genehmigt zusammen die Inseln? Ja, aber die gehören zusammen. Okay, dann ergibt es Sinn, warum wir da so alt waren. So, ich würde das auch gerne das weitermachen. Zack. Denn dafür bin ich eigentlich hier. Kaputt. Dann haben wir noch die andere Quest eingenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Müsst ihr auch noch machen? Irgendwas mit einem Tiger töten? Wolf töten, genau. Müsst ihr einen Wolf töten? So. Na, wir gucken uns jetzt mal die Quest jetzt an, weil. Daily Quest geht immer vor. Wie lange haben wir die eigentlich noch? Vielleicht kann ich heute sogar noch eine Daily Quest machen. Die geht nach 6 Stunden, dann kann ich halt noch eine Daily Quest machen, so was war's da. Zwei Jäger, das da machen, das die Rache des Wolfes. Nach dem Namen der Quest würde ich mal behaupten, beide Männer sind tot. So ganz unverblümt. So, wenn ich jetzt kriege als Quest, ja, du musst Spartanerschiff oder sowas erledigen, dann ist aber die Waldfee am Bimmern. Nee. Natürlich nicht. Alles klar. Macht deinen Rücken kaputt. Hallo. Du hast eine Nachricht an der Tafel hinterlassen. Was ist los? Ich hörte die Athener-Soldaten über einen spartanischen Spion sprechen. Sie lachten. Lachten? Warum? Der Spion ist auf dem Weg zu einem Militärlager. Aber sie haben einen Söldner dafür bezahlt, ihn auf dem Weg zu töten. Und du brauchst eine Söldnerin, die ihn umbringt. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber der Söldling muss sterben. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Gut. Bitte kümmere dich diskret darum. Überlass das mir. Schön, wie man noch nicht Text runterladen. 1280 Meter, wo ist denn dieser an der Marsch der Welt, ja. Ah, gefühlt. Na gut, so, wir machen mal hier den hier. Ist jetzt auf noch eine Kiste? Also, Haus des Anführers. Ja, das müssten wir, glaube ich, auch noch machen, ne? Das Haus des Anführers. Jetzt erinnere ich mich nicht daran, das gemacht zu haben. Na ja, gut, machen wir erstmal hier die Kiste. Weil wir finden ja so viele Kisten in der Stadt. Machen wir es nie, dann ist. Zirp des Haus des Anführers. Ah, doch, ist doch. Hat es schon gemacht? Ah, haben es doch schon gemacht. Oh, na gut, dann. Habe ich nicht. Ach ja, das muss ich auch noch. Das habe ich ja freigeschaltet, weil ich im Haus einen Typ getötet habe. Noch einen Schritt näher und du bist tot. Wie war das? Oh, schön. Dafür kriege ich natürlich jetzt ein Kopfgeld. Egal. Er hat einen Mann getötet, schnell! Mann, wir werden jetzt in Red Dead Redemption hätte ich $15 dafür bekommen. Eine Strafe. Wie viel habe ich da jetzt für bekommen? Na, ich muss auf die Karte. Ey, auf die Karte. $1000. 1000 Geld, okay. Ist klar. Ja gut, ist immer noch, dass man sich freikaufen kann für mal. Das ist schon allgemein dämlich, aber hey, es ist wesentlich mehr als Red Dead Redemption. Schnell. Kann dir eine Söldnerin behilflich sein, Fremder? Wie wäre es mit einem Amulett, das dich auf deinen Reisen beschützt? Meine Amulette vertreiben das Böse. Mein Schwert ist mir Schutz genug. Dann bin ich froh, dass du hier bist.
Ein unzufriedener Kunde sucht nach mir. Schützen dich deine Amulette nicht? Manchmal braucht auch Magie eine helfende Hand. Ich soll mich um ihn kümmern. Du bist schnell von Begriff. Wirst du es tun? Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles längst erledigt. Du leistest wirklich gute Arbeit. Nimm dies als Dank. Ein ganz normaler Tag. Yay. So, okay, wir müssen nach irgendwo Lastbus. Haben wir irgendwo eine Wölfchenhöhle oder so? Die wir schon gemacht haben? Nee. Medizinfrau, guck mal. Schon wieder eine Medizinfrau hier. Ja, wie ich mich langsam verarscht hier. Okay, ich glaube, ich reiß mal hier neben. Dass wir dann da die Olle erledigen können, dass wir da unsere Daily Quest gemacht haben. Damit wir noch ein bisschen Hut absahnen können. Immer strecken. Sagt, eigentlich wollte ich heute gar nichts aufnehmen, weil ich einfach groggy bin, dass ich mich irgendwie erkältet habe oder so. Ich weiß es nicht. Nein, ich will die. Hier kann ich immer Symbole durchswitchen. So, da. Bitteschön. So, wir können mal eben schnell den hier machen. Ob wir vielleicht hier irgendwo. Nee, ja, auch nicht. Aber da hinten ist auf jeden Fall unser Ziel. So. Ui, jippa. Schalte den Söldner aus. Ein Spion in Not. Hallo, hallo, hallo. Gut, dann kannst du mein Pferd nichts in Feuer. So, ja, genau diesen Söldner da, wo ich schon die Dinge. Wird mich nicht kommen sehen. Mein Feuerpferd ist unauffällig. Zack und. Natürlich muss ich so ein Scheiß. Ja, natürlich komme ich hier nicht mehr raus. Alles klar. Zack, zack, so. Alles klar. Ich war so mal locker. Fertig. Also, ich muss wieder zurückgehen, okay. So, hier haben wir uns sonst das Kopfgeld für einen Politiker, nehmen die noch. Hey! Weil ich gerade schon mal hier bin. Ach ja, ah ja, wieder dieses tolle. Ich muss den Staub bestätigen. Das sind halt geschenkte Punkte, sind mir bestimmt. Wenn die gerade 5 Meter von mir entfernt sind. Warum nicht? Wir haben schon wieder fast ein Level up. So, hier mal noch hin. Und dann sind wir damit auch fertig. Yay. Juhu. Dann wird Lesbos auch bald fertig. Uhu. Ich muss auch mit dem komischen Söldner reden, ne? Allein, wegen Medusa. Ach ja, alles irgendwie ungeplant heute in der Folge. I'm sorry. Für meine Planlosigkeit. So, du musst irgendwie da sein, ne? Jawohl. Lauf, Cassandra. Spring, Cassandra. Töte, Cassandra. Mithylene. Ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit Griechenland null aus. Ich war noch nie in Griechenland. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist. Ja, weil später noch gab es keine Athen, weiß ich. Aber sonst. Bis jetzt solche Spartage habe es nicht. Oder gibt es nicht mehr. Du wieder. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Du hast Großes bewirkt. Nimm dies zum Dank dafür. Ein ganz normaler Tag. Ein ganz normaler Tag. Yay, Yurikakos, jetzt. Wie viel haben wir jetzt noch? 146, cool. So, erstmal jetzt hier aussortieren, den ganzen Schrott. Ist ja ganz gut. Ja, haben echt viel Schrott bekommen. So, hier, die Bogen haben wir bekommen.
dafür. Plus 4% Giftschaden, macht also keinen Giftschaden. Ja, weiß, ne? So, wow, Augen-in-Augen-Klappe haben wir bekommen. Kann man auf Zyklop machen. Das Lilanes. Ach du Scheiße, ich kriege die ganze Zeit richtig viel Schrott. Richtig, richtig viel Schrott. So, haben wir jetzt alles? Ja, alles gut. Sehr schön. So, ich würde eigentlich gerne noch die Leute dann finden. Eigentlich, ne, wir können auch für den hier machen. Auf dem Weg da noch das Lager machen. Ja, Cassandra, wäre auch schön, wenn du dich bewegen würdest. Klingt komisch, ist aber so. Muss ich noch spartanische Vorratskisten kaputt machen? Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Hm, mein Pferd reitet einfach rein. So. Ja, oh Mann, so. Kämpfen wir richtig schön dick hier. So. Aua. Ja, selbst den kann er abbrechen. Schon mal. So, jetzt dich mal eben schnell. Zack, zack. Aua. Warum rollst du jetzt so weit weg davon? Ich nehme mehr Kopfgeld, aber egal. Ja. So, brennt mal lieber ein bisschen. So. Jo. Fast volles Kopfgeld wieder. Geil. Na egal. So, oh, ich habe ein Foto markiert. Geil. Ich hasse es jedes Mal, wenn sowas passiert. So, da haben wir alles. Da immer gab es lila Ausrüstung. Ist auch schon mal was. So, wir wollten eigentlich das da markiert haben. Danke. Ach ja, viel oh, gut, Reise der Wolf zweimal hin und her, das ist auch wieder weg. So ist es jetzt nicht, ne? Aber es ist trotzdem nervig. That escalated quickly, würde ich mal sagen. Ich würde einfach die Sache kaputt machen. Da passiert sowas. Oh Mann. Ich fühle mich gemobbt. So, was ist das Tolle? Ich habe mein Nino Kuni-Spiel gepatcht gekriegt. Ich habe einfach die Grafik ganz schön durchgegammelt, durchaktiviert, habe aber vorher noch die Bildschirmeinstellung, halt hier Vollbild, Handlos, Fensterhaltung durchgeswitcht und dann ging es jetzt wieder. Mein CPU rastet nicht komplett aus. Was ich natürlich sehr cool finde. Ach, der hat mich gesehen. Ach ja. Du haust mich ernsthaft? Du haust mich? Ja, tut's gut. Scheinbar tut's gut. Es hat nichts dabei, weil. Hey du, oh, du bist tot. Eine Tafel gab's, sehr schön. Und ein Schatz. Und das war's doch schon.
Wow. Tempelruin abgeschlossen. War sehr schwer. So, haben wir jetzt irgendwo vielleicht. Aha, da ist der Tempel auf dem Hügel. Ah. Ups. Finde den Söldner und sprich mit dem. Achso. Das ist die Quest, okay. Aber die ist schon mal abgeschlossen. Oh, wir sind bei Level 56. Ich frage mich echt, wie weit die Level jetzt gehen. Wahrscheinlich Schwung Nummer 10. Würde ich jetzt vermuten. Ich weiß es nicht. Könnte aber durchaus sein. Zack, zack, hoch da. So, synchronisieren wir uns eben schnell erst, falls irgendwas passieren sollte in der Aufgabe. Ich hatte schon, sie fällt jetzt wieder runter. Hui. Ja, die einzelnen Inseln sind schon verdammt schön. Muss man sagen. So. Gut, du Söldner, du. Unsere. Entschuldigung? Wir werden in Dunkelheit geboren und erheben uns zu den höchsten Gipfeln, bevor wir wieder in der Dunkelheit versinken. Ein Krieger und ein Sophist. Mal was anderes. Das ist keine Philosophie. Es ist Wahrheit. Erlernt durch Gewalt, Schicksal und das Böse. Das wahre Böse. Du sprichst von der Schlangenhaarigen? Die Kreatur. Als sie uns draußen angriff, dachten wir nur ans Überleben. Mein Speer erlaubte mir, ihrem Blick zu entgehen. Ich hatte Glück. Meine Freunde nicht. Sag mir, wie du die Kreatur besiegen konntest. Es ging alles so schnell. Wir wollten in den Tempel eindringen und sie in die Ecke drängen. Doch sie überfiel uns, bevor wir dort waren. Danach war keine Zeit mehr zum Taktieren. Warum habt ihr sie überhaupt angegriffen? Maskierte Soldaten heuerten uns an, um ein altes Objekt aus ihrem Nest zu stehlen. Gib mir den Speer. Wir sind Krieger. Ihn kampflos abzugeben, hieße, meine gefallenen Freunde zu entehren. Einem Lakonia bist du nicht gewachsen. Na, lass mal. Na, wie war das? Bin ich nicht gewachsen? Hallo, kannst du mal deine scheiß Fähigkeiten einsetzen? Ja. Stell dir vor. Diese Sprüche. Helft mir! Junge, gib mir deinen blöden Speer. Du wirst brennen, ob du willst oder nicht. Ich meine, jetzt aus diesem Kampf müsste ja theoretisch so ein Schwert von mit rausgehen, aber es gibt ja auch Original, das ist stimmt. Scheiße, ich brenne! Patsch. Ich kann ihn auch anheuern? Geil, ne? Alter, dieser Speer ist nichts Besonderes. Cool, kann ihn auch anheuern, am Ende. Bin ich ja manchmal, was haben wir jetzt für einen Typen bekommen hier? Ja, klingt uns nämlich die Söldner, dieses nervige Ding da weggeht. So, da, ich hab mal angeguckt, so. Oh, ist sogar ein Goldener gewesen. Cool. Hohoho, Feuerkraft zu Beginn des Konflikts. Nice. Gut, ich schon genommen, bis zu einem neuen Fähigkeitspunkt. Den können wir noch was geben. Kritischer Schaden, Chance auf kritische Treffer. Kopfschussschaden. Ah, gucken wir mal Kopfschussschaden auch hier. Zack. So, aber noch was geskillt. So, Inventor. Billo-Schwert. Wahrscheinlich habe ich hier noch ein Speer, ne? Billo weg. Alles klar. Schaden bei Tieren geht hoch. Na ja, komm, vertrauen wir mal auf dem Speer, würde ich sagen. Kann ich den eigentlich kaputt machen? Ich könnte ihn auch kaputt machen. Ich glaube ja nicht dran, aber hey.
Unsterbliche Windungen. Ich könnte meinen Freund und die Frau nicht retten. Sie sprang mit der Anmut von Artemis auf die Kreatur zu und setzte den tödlichen Streich. Die Kreatur ließ etwas fallen. Ein Artefakt. Ein Fluch. Ich versuchte, die Frau zu warnen, als sie danach griff. Doch der Fluch ergriff Besitz von ihr und wandte sich um ihre Arme und schlang sich ihr um den Hals. In ihr erhob sich die Kreatur erneut, die Schlanghaarige. Es ist ein Zyklus. Wer diese Kreatur tötet, der wird selbst zu ihr. Alles klar. Also dürfen wir gar nicht das Vieh töten. Okay, haben die Sachen. So, Rache des Wolfes. Das will ich nochmal haben. Aber hier haben wir nix. Das ist noch ein Schatz. Das ist da wahrscheinlich Schlüssel zum Glück. Neue Quest. Ja, achso, das. Die haben wir doch. Ist doch nicht neu. Zwei Jäger sind Lesbos verschwunden. Sie sind südlichen Hügel der Liebesbucht. Haben wir denn hier die Liebesbucht? Ist wahrscheinlich das hier die Liebesbucht? Ja, dann müssen wir da rein. Beziehungsweise machen wir das alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ach, guck mal, kommt doch ein Gegner auf mich zu. Ernsthaft, was machst du hier oben? Egal, wir gehen jetzt mal hier hin. Das ist wahrscheinlich das Grab. Gut, aber jetzt machen wir in der nächsten Folge. Also, haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. And all the hate, money and the power, all social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know some didn't see the vision. I'm just living by tradition, and I die for my respect. And I die for my protection. You might die for disrespect, and I'm not afraid. Last time I checked, I ain't never been scared of nobody. I wanna know when it get real. Who gon' be out on the front line in the field? Who gon' be there for the good times and the bad? I'm already knowing ain't nobody got my back. Some days I close my eyes. Turn, don't just case me racing.